Hey Leute, heute stelle ich mal Bluetooth-Kopfhörer vor von Proxel. Wurden uns zur Verfügung gestellt, um es euch vorzustellen. Jo, kommen wir gleich mal zu ein paar Informationen. Diese Kopfhörer haben Bluetooth 4.2 und die sind wassergeschützt. Also wenn man schwitzt oder das mal ins Wasser fällt, kein Problem. Die sind wassergeschützt. Man kann darüber auch reden. Das hat auch ein Mikrofon mit inbegriffen. Und das Design ist wirklich sehr schön, finde ich. Das kommt dann hinten mit dem Kabel um den Hals, dass das Kabel nicht auffällt. Ich kann sogar eine Geschichte erzählen. Letztens im Unterricht, ich habe ja Berufsschule. Dort war ich in der Berufsschule drin. Das weiß ich, wenn ihr davon erzählt. Ja, ich habe die angehabt. Ich muss die natürlich testen, ne, und dann bewerte ich die auch. Ja, ich habe sie angehabt, kommt der Lehrer so und schaut mich an und sagt, Kopfhörer rausmachen. Was mache ich? Ich mache die Kopfhörer links von mir raus, ne? Weil rechts bin immer so am Fenster. Rechts hatte ich es drin, links habe ich es rausgemacht, weil er es gesehen hat. Habe ich dann durchgehend rechts Musik gehört. Der Lehrer hat nichts mitbekommen, ich habe einfach Musik gehört. Weil Kabel oder so braucht man ja dafür nicht, ne? Weil die sind ja nicht kabelgebunden, sondern machen ja Bluetooth. Sind ja Bluetooth. Und dadurch habe ich dann im Unterricht durchgehend, ich habe ohne Witz so ein, zwei Stunden habe ich damit die ganze Zeit Musik gehört. Das hält dir auch 6 Stunden, wenn man damit Musik hören will oder telefonieren will. Ja, telefonieren, das leer machen können. Obwohl, dann müsste ich reden und das wäre blöd. Ja, die Kopfhörer halten 180 Stunden in Standby. Nach jeder Aufladung natürlich. Ist kein Problem, wenn man schwitzt. Also, wie schon gesagt, ist wassergeschützt und die gehen wirklich nicht raus. Das finde ich richtig nice. Weil bei den meisten Kopfhörern ist so, die gehen nach einer Zeit immer wieder raus, ne? Die bleiben wirklich standfest drin. Und ja, also die fallen schwer raus. Das auf jeden Fall. Dort sind auch Ersatzblätter drin sozusagen, ne? Weil wir wahrscheinlich auch auf dem Bild erkennen könnt oder vielleicht auf dem Video, mal schauen, wie ich es nachher zusammencutte. Seht ihr Ersatzteile. Also wenn da irgendwas kaputt geht, wenn die veraltet sind, kann man es einfach von neu tauschen. Jo, Ladekabel und alles dabei. Das hat auch eine schöne Tasche sozusagen. Ja, Tragetasche. So eine kleine für die Kopfhörer. Dass auch nichts passiert. Finde ich auch eine richtig coole Idee. Die Kopfhörer kosten 20 Euro in Amazon. Sind natürlich unten verlinkt. Und ja, dann würde ich mal sagen, das wäre es dann mit dem Video gewesen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und tschö, Leute.